So, Freunde, schön, dass ihr da seid. Long time no here und sowas. Ich war jetzt im Urlaub ein bisschen. Deswegen gab es jetzt auch kein neues Video zwischendurch drin. So. Aber ich bin wieder da. Und es geht direkt mal wieder weiter. Und zwar haben wir heute das Thema Winterreifen im Sommer. Sollte man mit Winterreifen tatsächlich im Sommer noch rumfahren? Wir haben jetzt so letzte Woche hier Temperaturen von fast um die 40 Grad gehabt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das so gut, mit Winterreifen im Sommer noch rumzufahren? Viele denken sich ja oft, okay, ich habe Winterreifen, die müssten nächstes Jahr sowieso neu. Und dann kann ich jetzt auch den Sommer nochmal durchfahren, dann sind die komplett runter. Dann hat sich das wenigstens gelohnt. Ja, kann man so machen, ist aber scheiße. Und zwar folgendes. Winterreifen und Sommerreifen unterscheiden sich ja grundsätzlich, also rein optisch gesehen, erstmal nur vom Profil. Sieht man sich einen Sommerreifen an, sieht man sich einen Winterreifen an, fällt auf, dass bei einem Winterreifen häufig in den Gummiblöcken immer noch irgendwelche Rillen drin sind. Die sind halt grundsätzlich dafür da, um besseren Grip auch im Matsch und Schnee zu gewährleisten. Habe ich einen glatten Sommerreifen, habe ich das Problem im Schnee, dass der Reifen keinen Grip aufbauen kann und so einfach durchrutscht. Egal was ich mache, ich komme da nicht vernünftig vorwärts. Der größte Unterschied außer des Profils liegt bei Winter- und Sommerreifen in der Gummimischung. Ein Winterreifen ist grundsätzlich etwas weicher vom Material her wie ein Sommerreifen. Sommerreifen sind eigentlich ja häufig etwas härter ausgeführt. Es gibt ein paar Sommerreifen, die sind speziell extra ein bisschen, haben eine etwas weichere Mischung. Häufig zu finden ist das dann auch bei Reifen, die auf Rennstrecke oder von sportlichem Betrieb halt eingesetzt werden, damit man halt besseren Grip auf der Straße hat. Dann ist aber auch das Profil dementsprechend nicht ja, so wie bei einem Winterreifen, ist ganz klar. Wie gesagt, die Gummimischung bei Winterreifen ist meistens deutlich weicher. Und dadurch haben wir nämlich dann im Sommer das Problem, dass wenn die Gummimischung mit dem Profil, so wie so ein Winterreifen den normalerweise hat, haben wir bei warmen Temperaturen das Problem, dass dieses Gummi aufgrund der Temperatur weicher wird und aufgrund des Designs, dieser Blöcke, das dazu führt, wenn es zu warm ist und die Mischung zu weich wird bei hohen Temperaturen, dass sich diese Gummiblöcke bewegen und halt so sich zur Seite und nach vorne, nach hinten drücken. Gut zu vergleichen ist das mit einem Reifen, der mit zu wenig Luftdruck gefahren wird. Da ist nämlich auch das Problem, dass sich dann der Reifen so nach außen drückt und wir dann halt auch Haftungsprobleme einfach haben. Bei einem Winterreifen ist es dann halt so, dass sich diese Gummiblöcke nach außen drücken. Dadurch habe ich natürlich auch Laufgeräusche und habe dann auch noch einen deutlich höheren Verschleiß, was auch noch dazu führt, dass ich auch sogar noch mehr Sprit verbrauche. Was natürlich auch nicht wirtschaftlich ist irgendwie, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Außerdem hat sogar der ADAC mal getestet, wie die Auswirkungen eines Winterreifens im Sommerbetrieb sind. Und zwar wurde da festgestellt, dass man im Schnitt über 16 Meter längeren Bremsweg hat, bei einer Vollbremsung von 100 auf 0. 16 Meter, das sind 3 Autolängen. Das ist viel. Wenn es drauf ankommt, sitzt ihr nicht nur dem Vordermann im Arsch, sondern der sitzt dem vor ihm noch im Arsch und der schiebt unter Umständen den davor auch noch auf. Und wenn es dann dazu kommt, wer zahlt den Schaden? Seid grundsätzlich erstmal ihr schuld, das ist ganz klar, ne, weil ihr ja aufgefahren seid. Aber dann könntet ihr eventuell im Nachgang noch Probleme mit der Versicherung bekommen, wenn ein Gutachter nämlich feststellt, dass ihr mit Winterreifen bei hohen Temperaturen gefahren seid. Und dann könnte die Versicherung das nämlich dann so legen, dass sie sagt, hättet ihr Sommerreifen drauf, hättet ihr vorher zum Stillstand kommen können.
und hätte dann eventuell nur ein Fahrzeug beschädigt. Das heißt, deutlich weniger Schaden produziert. Oder ihr wäret sogar vor dem Fahrzeug noch stehen geblieben und hättet gar keinen Schaden verursacht. Dann kann die Versicherung euch nämlich fahrlässiges Verhalten unterjubeln und dann habt ihr ein Problem. Dann ist die Kacke am Dampfen. Bremsweg ist eine Sache. Fahrstabilität, also wir haben natürlich mit so einem Winterreifen im Sommer ganz, ganz anderes Fahrgefühl auch. Das heißt, es fährt sich deutlich schwammiger. Ich habe das Fahrzeug nicht mehr so unter Kontrolle, wie ich es eigentlich gerne hätte. Deswegen kann ich da wirklich nur empfehlen, fahrt nicht mit Winterreifen im Sommer, auch nicht, um die Reifen runterzufahren. Es ist nämlich genauso schlecht, wie Sommerreifen im Winter zu fahren, denn im Falle eines Unfalls seid ihr die Gelackmeierten und habt dann halt das Problem an der Backe. Wieso erzähle ich euch das? Und zwar muss ich Reifen wechseln. Ich habe tatsächlich jetzt noch ein Auto, also es ist unser 1er BMW. Der fährt tatsächlich noch mit Winterreifen, weil ich in den letzten Monaten absolut nicht dazu gekommen bin, leider, da die Reifen zu wechseln. Gerade sehr viel um die Ohren. Und da das Auto aber eh sehr wenig bewegt wird, war das meiner Meinung nach erstmal wirklich kein Problem. Aber es ist natürlich immer irgendwo ein mulmiges Gefühl, wenn man mit diesem Fahrzeug dann doch irgendwie mal eine längere Strecke fahren müsste, was in der Zeit in den letzten Monaten auch nicht passiert ist. Das ist wirklich nur ein bisschen jetzt zum Einkaufen und zurück bewegt worden. Von daher war das Auto nie ein Sicherheitsrisiko? Ja. Und wie gesagt, der Tag ist gekommen. Wir haben jetzt Juli. Ja, Anfang Juli. Jetzt würden einige vielleicht von euch sagen, ja, wir haben jetzt noch Juli, August, September. 3 Monate und dann musst du die sowieso wieder tauschen. Im Oktober ist wieder Winterreifenzeit. Ja. Könnte man, muss man aber nicht, ne? Sagen wir so, 3 Monate sind jetzt auch noch lang und außerdem sieht das Auto deutlich schöner aus mit Sommerreifen, weil das sind nämlich Alufelgen, im Winter fährt er nur auf Stahlfelgen und hat natürlich auch einen optischen Grund irgendwo und man fühlt sich aber auch einfach besser, wenn man damit fährt und man verbraucht natürlich weniger Sprit, auch wenn es bei dem Fahrzeug jetzt irgendwie nicht den Braten fett machen würde. Deshalb würde ich sagen, bereiten wir jetzt mal alles so langsam vor. Ich bock die Karre mal an und dann werden wir einfach mal die Reifen tauschen. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So, da sind die top Stahlfelgen. Nehmen wir uns mal ein Radkreuz. Versuchen wir hier zu lösen. Lassen sich ja wunderbar lösen. Wer mich ein bisschen aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass die im letzten Winter extrem schwierig sich gelöst haben, die Radbolzen. Ich habe sie natürlich danach mit Hersteller vorgegebenen Drehmoment angezogen und jetzt habt ihr ja gesehen, ließen sie sich halt recht einfach lösen. Dann bocken wir die Hütte mal an. Dann können wir die Bolzen hier eigentlich schon alle per Hand fein rausdrehen. Dann solltet ihr natürlich, wenn ihr schon mal das Rad runter habt, einmal gucken, ob die Bremsen noch in Ordnung sind. Das Auto ist ja, knapp über 10 gelaufen. Da ist nichts dran. Ja. Deswegen spare ich mir das, aber es sieht auch so gut aus. Dann schmeißen wir direkt mal das neue Rad hier dran.
So, Reifen ist drauf, einmal das Auto runter. Und die Reifen werden in dem Fall, also die Räder werden in dem Fall mit 140 Newtonmeter festgezogen. Das ist BMW-Vorgabe. Machen wir dann auch mal schön über Kreuz natürlich. Und dann wären wir schon fertig. So, an dieser Stelle möchte ich euch noch mal jetzt kurz mal zeigen, wie der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen ist. Und zwar haben wir hier links den Winterreifen, wo man ganz schön sehen kann, dass hier sehr ausgebildete Profilblöcke hat mit Querrillen auch für eine bessere, für einen besseren Grip im Winter bei Schnee und Matsch, aber auch dafür, dass ich halt hier rüber sehr gut Wasser ableiten kann im Winter. Und diese Blöcke sind natürlich vergleichsweise einzeln gesehen recht klein. Und hier haben wir den Sommerreifen, der ist nicht richtungsgebunden in dem Fall auch. Und der hat durchgehende Längsrillen hier. Und da kann ich gut erkennen, dass aufgrund des Profils ein Grip im Winter nicht stattfinden kann. Hier nochmal kurz der Vergleich von beiden. Und ich denke mal, wenn man das jetzt wirklich so nebeneinander sieht, erklärt sich einiges von selbst. So, nachdem wir jetzt natürlich die Reifen gewechselt haben, passt der Reifenluftdruck nicht mehr. Das heißt, die Räder müssen, also die Sensoren, die RDKS-Sensoren müssen jetzt angelernt werden. Dafür muss man jetzt einfach nur irgendwie an eine Tankstelle fahren, einmal den Luftdruck korrekt einstellen und dann einfach auf Reset drücken. Das habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das verlinke ich euch mal. Und ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und gebt einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.